Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute widmen wir uns mal wieder Dubaro, hatten wir jetzt schon häufiger. Und ich habe mir mal einen PC rausgesucht von Kreativecke, der 1300er. Das ist ja immer so der Bereich, den wir uns vornehmen, manchmal auch etwas mehr, klar. Aber so viel sollte man schon ausgeben für so einen PC. Wir schauen einfach mal, wie das Ding taugt. Und eine Sache vorweg, Kreativecke ist einer der größten YouTuber in Deutschland, was so Hardware angeht. Ich zeige euch mal kurz den Kanal. Ist auch sehr aktiv, 354.000 Abonnenten. Hier hat er 70.000, 34.000, 70.000 Aufrufe. Also ist schon eine ganze Ecke größer als ich. Tut aber auch nichts zur Sache. Ich wollte es euch nur gesagt haben, woher kommt der Name? Wer hat das zusammengestellt? Also legen wir einfach mal los. Der Kreativecke 1300 kostet, wie der Name sagt, 1.300 € und hat als Prozessor einen AMD Ryzen 5 3600. Das ist nicht der X, sondern der normale. Der ist noch ein Ticken langsamer, der 3600er gegenüber dem X. Ist aber nicht so schlimm, reicht zum Zocken völlig aus. Und der kostet bei Geizhals 187 €. Über Mindfactory natürlich wieder. Packen wir so in den Warenkorb. Ich komme auch hinterher noch zu einem FPS-Test und so weiter. Ich habe bei YouTube mal geguckt. Ist in dem Fall auch der mit dem Stocklüfter, weil bei dem System auch nur der Stocklüfter mit dabei ist. Das ist der hier. Ihr seht das auf dem Bild. Und deswegen müssen wir da nichts mehr zusätzlich in den Warenkorb packen. Als weiteres haben wir ein Mainboard Asus Prime B450 Plus. Immerhin ist es das Plus. Es ist nicht das normale B450. Der Chipsatz ist natürlich so, sage ich mal, der Einsteiger-Chipsatz in der 3000er-Reihe. Das funktioniert auch nur mit dem BIOS-Update. Bei dem Board könnt ihr eventuell sogar noch einen 5000er dann hinterher draufschmeißen. Ist natürlich ein bisschen schade, die B450 haben keinen PCI Express 4.0. Das heißt, wenn ihr eine Grafikkarte PCI Express 4.0 habt, wie zum Beispiel eine Radeon RX 6700 XT, dann geht euch da ein bisschen Leistung flöten. Vor allen Dingen, weil es auch kein 5000er Prozessor ist. Aber das ist erstmal egal. Wir suchen das raus bei Geizhals. Da kostet das Ding 69,99 € und ihr seht schon am Design, ihr habt hier vier RAM-Bänke, hier habt ihr eine Grafikkarte, Erweiterungsport, nochmal theoretisch eine zweite Grafikkarte könntet ihr reinbauen, was aber keinen Sinn macht. Könnt ihr ganz normal wie so einen kleinen Slot hier nutzen und noch ein und dann haben wir hier noch SATA-Anschlüsse, also das Board ist in Ordnung. Ist jetzt nicht das höchste der Gefühle, aber reicht für dieses System aus. Ich glaube auch, dass er mit diesem System so ein bisschen in die Richtung Budget geht, was ihr für das Geld bekommen könnt, dass das nicht alles in das Mainboard reinfließt, sondern dann an anderen Komponenten wieder rausgeholt wird. Bessere Grafikkarte eventuell, wie auch immer. Egal, packen wir so in den Warenkorb. Die Grafikkarte, eine 6 GB Gainboard RTX 2060 Ghost. Ja, das ist jetzt so eine Thematik für sich. Das Teil hat eine UVP von 300 €. Das kostet jetzt bei Geizhals 600 €. 100% Preisaufschlag. Ich glaube aber, wo dieser PC zusammengestellt worden ist, und das war wahrscheinlich vor ungefähr 1 bis 2 Jahren, ich habe sein Video dazu leider nicht gefunden, er stellt ja immer wieder neue Systeme vor, da geht das ein bisschen unter. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare posten, dann schaue ich mir das auch nochmal an. Aber die Grafikkarte wurde im Januar 2019 released. Die ist über 2 Jahre alt. Die steckt in diesem System drin, die ist nicht schlecht. Es ist aber nicht die 2060 Super, es ist die normale 2060. Für das Geld kriegt ihr heutzutage schon bessere Grafikkarten. Vor allen Dingen weiß ich nicht, wie die hier auf 600 € kommen. Gut, klar, diese Mining-Geschichte haben wir ja immer wieder. Aber bei so einer Grafikkarte schon ein bisschen merkwürdig. Egal, packen wir für 600 € so in den Warenkorb. Arbeitsspeicher, 16 GB DDR4, G-Score, AEG, blablabla, da kennen wir alle schon. 3200 MHz immerhin. AEGs brauche ich nichts mehr zu sagen. Ich denke, ihr kennt meine Meinung mittlerweile. Für die, die es noch nicht kennen, ich bin eher so der Typ, der sagt, holt euch entweder die G-Skill Ripjaw oder die Corsa Vengeance oder irgendwelche anderen Kingston von mir aus. Bitte keiner Aegis. Habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ist wieder so ein Budget-Ding. Immerhin 3200 MHz für den Ryzen 3600 ist genau das, was er auch unterstützt. Das heißt, da haben sie ein bisschen drauf geachtet. Läuft auch im Dual-Channel, ist ganz nice und kostet bei Mindfactory 82,40 €. Packen wir auch so in den Warenkorb. Die Festplatte, eine stinknormale SSD mit 240 GB, die Patriot Burst. Das ist wirklich so das Einsteigermodell unter den Einsteigermodellen. Es ist noch nicht mal mehr eine M.2 Festplatte, es ist einfach eine stinknormale SATA SSD und das ist in der jetzigen Zeit schon ein bisschen schade. Vor allen Dingen, das Board unterstützt eine M2. Und die kosten jetzt aktuell auch ungefähr gleich viel. Kann sein, dass ihr einen 10er mehr zahlen müsstet, um eine M.2 zu kriegen, die aber um einige schneller ist. Wie gesagt, das Video bzw. dieses System ist wahrscheinlich 2 Jahre alt. Es muss aber einen Grund haben, warum es immer noch so im Programm ist. Weil es kann ja nicht sein, dass sie den Preis dann über die lange Zeit nicht verändern. Den müssen sie absenken. Das ist so bei Computer-Hardware. Man kann keine 2 Jahre alten Systeme dauerhaft auf 1300 € lassen. Also scheinbar geht es ja doch, aber macht man nicht. Egal, suchen wir so raus. Habe ich selber auch schon im System gehabt, diese SSD. Ist ganz okay, aber wie gesagt, nichts gegenüber einer M.2. Hier haben wir es auch schon, Patriot Burst 240 GB SATA. Da seht ihr auch schon Lesen und Schreiben, 555 MB und 540.
Bei einer M.2 kommt ihr auf mindestens 1500 bis 2000. Wenn ihr eine Samsung nehmt, sogar auf 5 bis 6000. Das kennt ihr auch schon aus den anderen Videos. Kostet 32,90 € bei Mindfactory. Packen wir so einen Warenkorb. Zum Vergleich, für 50 Euro kriegt ihr 500 GB M.2 von Crucial. Dann wisst ihr da auch schon mal Bescheid. Also den 20er, den haben sie sich dann auch noch weggespart. Naja, was soll's. Packen wir so rein. Dazu eine 1 TB SATA, 6 GB pro Sekunde, 7200 RPM. Ja, das ist halt eine stinknormale SATA HDD. Noch niemals mehr eine SSD, aber ist egal. Das ist halt zum Auslagern der Daten. Ich habe jetzt mal eine von Western Digital genommen. Der Hersteller stand jetzt leider nicht dabei. Es kann auch Seagate sein oder was ähnliches. Kostet 34,80 €. Fast so viel wie die SSD. Ich glaube, das ist sogar derselbe Preis. Ne? Warte, da gucke ich nochmal. Nee, die SSD war sogar noch ein bisschen günstiger. Aber auch weniger Speicher, klar. Also 34,80 € packen wir so in den Warenkorb. Ja, Laufwerk ohne, klar, das ist dem Gehäuse geschuldet. Multimedia, das liegt am Mainboard. Netzteil 500 Watt, Be Quiet, Pure Power 11. Das bedeutet für euch, in Zukunft, wenn ihr eine dickere Grafikkarte nehmt, sagen wir, ihr packt eine 3080 oder gar eine 3090 da rein, was bei dem System keinen Sinn macht, reicht das Netzteil nicht mehr. Ihr müsstet dann das Netzteil tauschen. Für das System an sich ist es okay. Zukunftsweisend? Nein, auf gar keinen Fall. Egal, suchen wir raus bei Geizhals. Hier ist es auch schon, Be Quiet Pure Power 11 500 Watt, ist genau dasselbe, 57,68 €, wisst ihr auch, bewegt sich immer so zwischen 55 und 60 Euro. Das Teil, das, ihr seht es hier, es steigt und sinkt, ist egal, packen wir so rein. Gehäuse, Shakun RGB Lit 100 mit Glasfenster, zu dem Gehäuse kann ich euch jetzt nicht viel sagen, ich habe es noch nie selber in der Hand gehabt. Eventuell besorge ich mir das mal irgendwann, weil dieses Gehäuse wird sehr oft genommen. Und das kostet bei Geizhals 61,79 €, also wieder über Mindfactory. Ist so ein Mittelding vom Preis her. Es gibt welche für 30, es gibt auch welche für 200. 60 €, ja, das ist okay. Ist vom Design her, also mich spricht es an. Wie es bei euch ist, weiß ich nicht. Ich packe das jetzt einfach so in den Warenkorb. Ist auch groß genug, also das passt soweit schon. Betriebssystem optional erhältlich, also nicht mit dabei. Müsst da wahrscheinlich nochmal 30 € oder was extra zahlen. Service, 2 Jahre Garantie, Retourenschein, das heißt, das ganze System muss eingepackt werden und zum Hersteller geschickt werden. Wenn was kaputt ist, dann wartet ihr wieder ein paar Wochen darauf. Ziemlich schade. Die externen Anschlüsse sind klar vom Gehäuse und Mainboard so gegeben. Gratiszugabe, Bulgard Internet Security, könnt ihr einfach in die Tonne kloppen. Lasst es einfach im Paket und schmeißt es mit weg. Beziehungsweise bewahrt es auf, weil ihr müsst es ja auch wieder zurückschicken. Aber dieses Kärtchen, was dabei ist mit dem Key, schmeißt es einfach weg. Das ist bei jedem System mit dabei. Jetzt ist hier natürlich unten noch diese Geschichte mit diesen Awards. European Hardware Award 2020 Best Gaming Product. Da könnte man erst meinen, es geht um das System an sich. Nein, dem ist nicht so. Es geht nur um den Ryzen. Da steht hier auch in ganz klein. Es geht nur um den Prozessor. Es geht nicht um das ganze System. Computer Base Empfehlung. Das ist halt, wenn die Leute so auf die Schnelle drauf gucken und sich dann denken, oh geil, das wird von dem und dem empfohlen, das kaufe ich mir. Nee, es geht nur um den Prozessor. Der Prozessor ist auch in Ordnung. Aber der Rest vom System, so eine Sache. Dann kommen wir auch schon zum Endergebnis. Hier ist die Festplatte, die große. Hier ist die SSD. Hier ist der Prozessor mit dem Lüfter. Hier ist der RAM. Die Grafikkarte für 600 € aktuell. Totaler Quatsch. Mainboard, Shakun-Gehäuse und das Netzteil. Und dann kommen wir auf ein Gesamtergebnis von 1126,75 €. Das System soll kosten 1300. Da haben wir jetzt also eine Differenz von ca. 170 €. Finde ich schon krass. Also wir haben die Endkundenpreise, ich sag's ja immer wieder, wir haben die Endkundenpreise genommen. Dubaro kommt an diese Teile natürlich auch günstiger dran, klare Sache, die sind ja Händler. Ja, ich glaube nicht, dass es 170 € wert ist, dass das Ding zusammengebaut kommt. Und dann auch noch ohne Betriebssystem. Das haben sie sich echt weggespart. Es ist halt auch in der jetzigen Zeit so, dass diese Grafikkarte, sie ist halt über 2 Jahre alt. Und der Prozessor natürlich auch, deswegen, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ich finde es zu teuer. Wenn wir die Endkundenpreise nehmen, ihr baut es selber zusammen. Ich glaube, ich habe bei Agando gelesen, die nehmen 35 € fürs Zusammenbauen. Weil ihr könnt dann halt auch Selbstbau-Kit, dann lasst ihr euch das zuschicken, ihr baut es selber zusammen, kostet dann 35 € weniger. Da finde ich 170 schon krass. Also von mir persönlich keine Empfehlung, was den Preis angeht. Das System an sich so konfiguriert, ja, von mir aus. Aber nicht über den Preis. Vor allen Dingen muss ich euch jetzt noch was zeigen. Das kennt die meisten wahrscheinlich schon. Hier gibt es im Moment noch diesen Agando für Ego. Nochmal dabei gemerkt, ich kriege dafür kein Geld, dass ich das jetzt empfehle. Das war ein System, das wurde mir geschickt, was ich als gut befunden habe. Das kostet 200 € mehr. Da habt ihr den aktuellen Ryzen aus der 5er-Serie. Das Doppelte an Arbeitsspeicher. Dann habt ihr auch noch eine brandneue Grafikkarte, die 6700 XT mit 12 GB Speicher, die 2060 hat nur 6 GB. Da ist eine 1 TB M.2 SSD drin, nicht 240 GB normale SSD, nein, 1 TB. Die Größe, wie die HDD hatte in dem anderen System. Da ist Windows mit dabei. Das hier ist wieder übers Mainboard gegeben. Also schmeißt euer Geld nicht daraus, legt die 200 € oben drauf und holt euch den.
Ich sage euch so, wie es ist. Ich habe ja auch in einem anderen Video noch gesagt, was für Feinheiten man da ändern kann. Dann wird das System ein bisschen teurer. Ja, aber dann habt ihr was für die Zukunft. Das muss sein. Das geht nicht anders. Lasst die Finger weg von diesem System. Wenn ihr möchtet, dass ich die anderen Kreativecke-Dinger auseinandernehme, der hat ja mehrere. Wir haben jetzt hier den 1300er genommen, der hat auch noch hier einen 1600, der mittlerweile 1700 kostet. Dann hat er einen 2000er, der 2100 kostet und einen 3000er, der wirklich 3000 kostet. Wenn ihr möchtet, dass ich die mal noch auseinanderpflücke, dann sagt bitte Bescheid, wenn euch das interessiert. Ich meine, das ist immerhin ein großer YouTuber, der muss ja irgendwo Ahnung davon haben, aber es kann auch sein, dass diese Partnerschaften, die Kreativecke oder auch Sencilli, das, was die da haben, dass die natürlich ein bisschen was von diesem System abkriegen, von der Kohle. Das könnte schon diese Differenz von 170 € sein, oder von mir aus 100 €. Ich weiß nicht, wie das geregelt ist. Die werden ja irgendwie eine Art Vertrag haben. Dann schmeißt euer Geld nicht raus, kauft euch einen PC, der nicht von irgendeinem YouTuber ist, wie eben diesen Agando Fuego. Und dann haben wir das Thema auch soweit erledigt. Jetzt kommen wir nochmal zum FPS-Test. Kurz erläutert, was da alles drin ist. Also hier ist der Ryzen drin. Das Motherboard ist besser als das B450. Das ist auch G-Skill Trident Z RGB-RAM. 2x8 GB, 3200 MHz. Die technischen Daten sind dieselben. Es ist aber besserer RAM von der Qualität her. Und hier haben wir halt die MSI Ventus XS RTX. Ja, die XS, ich weiß gar nicht, ob die jetzt kleiner gehalten ist, aber das tut dem Chip ja nichts zur Sache. Und hier ist noch ein 850 Watt Netzteil drin. Wir schauen uns jetzt mal die FPS in den einzelnen Spielen an. Hier haben wir zum Beispiel Call of Duty Modern Warfare. Das liegt so bei Average 86 FPS. Ist auch in Ordnung. Ich weiß auch gerade nicht, wer es eingestellt hat. Das ist in dem Video bestimmt ersichtlich, aber das würde jetzt zu viel Zeit fressen. Ich verlinke es euch unten in der Beschreibung, wenn ihr euch das nochmal angucken wollt, was für Settings er da genommen hat. Hier oben steht zwar 1080p Ultra Preset, aber gut, das ist jetzt PUBG. Liegt so bei 103 FPS, ist auch in Ordnung. Dann haben wir Apex Legends, 130 FPS, das ist auch in Ordnung. Rainbow Six Siege, so bei 140 FPS, auch. Also alles ab 60 ist quasi in Ordnung. Wenn ihr jetzt einen 144 Hz-Monitor habt, ist das natürlich wieder was anderes. Da solltet ihr die 144 FPS auch schaffen. Klare Sache. Und da wäre das andere System natürlich wieder besser. Also die 6700 XT, die knallt euch mit Sicherheit 200, 300 FPS in so einem Game rein. Die ist um das 2- bis 3-fache schneller. Da haben wir noch Assassin's Creed Odyssey, das ist gerade so über die 60 FPS-Grenze, ist aber auch auf Ultra-Settings. Ja, danke schon, wieder Werbung. Es ist immer dasselbe, das hatte ich im letzten Video auch. Ist ja auch egal, ich habe soweit alles erklärt. Also nochmal kurz gesagt, lasst die Finger von dem System, wenn ihr ein gescheites haben wollt, nehmt halt dieses hier. Und wirklich spart nicht an diesen 200 €, ihr kriegt das Doppelte an RAM. Habe ich eben alles schon gesagt, brauche ich gar nicht weiter zu erläutern. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, es würde mich sehr freuen. Und vielleicht sehen wir uns sogar noch auf Discord, verlinke ich auch noch unten in der Beschreibung, wenn ihr Bock habt, so ein bisschen darüber zu quatschen, was die Hardware und so angeht. Bitte joint, ich antworte auch immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video auch wiedersehen und ciao, ciao.